Cobra One gestartet. Der Adler hat das Nest verlassen. Viel Glück, Piloten. Bringt uns ein paar Extrakurs mit. Hier spricht Europa One. Wir haben Sichtkontakt. Landung einleiten. Teamkonfiguration vorbereiten in 3. Ihr habt's gehört. Die Zeit läuft. Bereitet euch vor. Das wievielte Mal ist das diese Woche? Hab aufgehört zu zählen. Wenigstens werden wir dafür bezahlt. Ja, Prokhor, ziemlich unter. Turbine, konzentrier dich. Europa One, wir geben die Konfigurationen durch. Fury bildet die Forward mit der aufgelockten Orbite. Ich nehme die Pulverisierer. Damit mache ich die Käfer platt. Und bist lahm wie eine Schnecke. Dann eben den Flammenwerfer. Pass aber auf, wo du damit hinziehst, Großer. Und du, Turbine? Ich nehme den Fallenleger, lock sie auf meine Minen und BOOM! Nähern uns der Landestelle. Status, Piloten. Landung in 10, 9, 8, Motoren laufen. 7, Waffen scharf. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Spice, gib mir Deckung. Turbine zum Netz. Holen wir uns die Cores. Herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video bei Course of You Gaming. Neben mir ist natürlich wieder die Kompetenz in Person, der Finn. Und ja, das muss auch mal sein. Und er hat für uns Dropzone von dem Publisher Gameforge angezockt. Wie fandst du es denn eigentlich? Ja, Dropzone. Ganz kurz zum Standaufbau. Das war nämlich, irgendwie fand ich das sehr, sehr cool. Und zwar ist man, haben sie ähnlich gemacht wie bei Dreadnoughts. Sie sind hingegangen, du warst in der Schlange. Und dann bist du stoßweise, ich glaube, es waren immer 30 Leute auf einmal, bist du in den geschlossenen Raum gekommen. Wir blenden das auch mal ein, wir haben vom Stand außen so ein paar Szenen. Sehr gut, da hast du dann das Mission Briefing bekommen, weil das Problem mit Strategiespielen und sowas in der Art ist und generell taktischeren Spielen, man kann den Spieler, wenn er wirklich das Spiel erleben soll und das halt dann auch etwas actionreicher ist, wie eben Dropzone, muss der Spieler schon wissen, was da eigentlich abgeht, damit er nicht die ersten 10 Minuten von 15, die er Zeit hatte, damit verbringt, zu gucken, ja, wo ist was und wie mache ich das. Generell 15 Minuten war als Zeit da, allerdings ist 15 Minuten auch die Standardzeit für einen Gamescom. Für das Spiel, ja, selber, weswegen 15 Minuten sich da angeboten haben. Dass du halt eine Partie gegen dein Gegenüber spielst und dann passt das. Generell Dropzone, pures PvP. 1v1. Wer schon mal was davon gehört hat, es ist quasi. Mein persönlicher Vergleichsfavorit ist ja, es ist Heroes of a Storm mit 3 Helden und das trifft den Ort der Entstehung allen MOBAs, Warcraft 3. Quasi, die Begründung folgt gleich, warum ich das so denke. Ja, und jeder steuert eben 3 Helden und das halt 1 gegen 1, was sehr, sehr schön ist. Denn jeder, der sich irgendwo über seine Teammates aufgeregt hat, warum sie das jetzt nicht so machen, wie man es selber haben möchte, der hat jetzt die Möglichkeit, all seine Teammates quasi selber zu steuern und sich selbst. Es ist sehr lustig. Ich werde gleich noch detailliert darauf einzusprechen kommen. Ganz kurz noch Mission Briefing. Danach ist man eben an die PCs entlassen worden, nachdem man gesagt wurde, worum es grundsätzlich geht. Das mache ich auch gleich. Also sagen, worum es geht. Und an den PCs, man hat dann gegen sein Gegenüber gespielt. Letzten Endes 15 Minuten war das Zeitlimit und wer in diesem Zeitlimit mehr Kerne gesammelt hat, das ist quasi Capture the Flag, ja, im Spielmodus her gewesen, der gewinnt. Das so einfach war das. Ich möchte ganz kurz einwerfen, ich habe 2 Runden gespielt und ich habe beide Male haushoch gewonnen. Das heißt, es war eigentlich allzu knapp, das heißt, ich muss sehr viel Potenzialanalyse machen, wenn es danach in die Bewertung geht. Wird eben sehr viel Potenzialanalyse kommen. Ich werde sagen, was das Spiel können dürfte. Ich hatte keine allzu knappen Partien gezogen bekommen, was etwas tragisch ist.
denn da hätte ich dann wirklich sagen können, okay, das ist knapp, weil das und das und es gibt so viele tolle Sachen, die man tun kann. So muss ich jetzt wirklich sagen, was man tun könnte und was das Spiel haben könnte. Generell, Dropzone ist Closed Beta oder Closed Alpha? Nee, ist Closed Beta. Allerdings schieben die gerade ihre Beta-Keys raus wie nichts Gutes. Die kriegt man sowohl wie auf der Gamescom bekommt man Beta-Keys, als auch wenn man zu deren Webseite geht, Link in der Beschreibung. Da kann man dann auch seine E-Mail-Adresse eingeben. Für gewöhnlich bekommt man, also zumindest ein Kumpel von mir konnte das so bestätigen, der hat innerhalb von 2 Stunden den Beta-Key zugesendet bekommen. Also wenn die immer noch in Gönnerlaune sind, dann... Schaut es euch an. Würde ich wirklich empfehlen, es ist halt gratis, deswegen, man macht da nicht wirklich viel falsch. So, aber jetzt zum Gameplay. Also grundsätzlich, Setting ist, du bist auf dem Mond Europa von Jupiter. Ja. Ist so ein schöner Eismond. Und da sind, hat eine Mega-Corporation, hat da ihre Energiegewinnung aufgebaut. Die haben eine seltene und wertvolle Energie, genannt Core-Energie oder Kernenergie. Nicht zu verwechseln, nicht uranbasiert, sondern wirklich auf komischen Fusionskernen, die ziemlich rosa aussehen. Kernenergie, das ist so das Zentrum, darum geht es, das bauen sie ab. Allerdings haben sie durch diesen massiven Abbau haben sie eine Zerg-ähnliche Macht erweckt. Das sind quasi ein Haufen Käfer und die haben sie von Europa vertrieben. Und die Idee ist jetzt, also die Spielidee, das ist schon die ganze Story, mehr ist da nicht, das ist ein PvP-Spiel, deswegen musste nicht so viel Story her. Die Idee ist jetzt, dass die Corporation halt Teams aus jeweils 3 Helden runtersendet und da eine ganze Invasion können sie nicht wagen, denn diese Käfer sind zu mächtig, die heißen Kavash, glaube ich. Ja, die heißen Kavash. Okay. Die Kavash sind viel zu mächtig, dass du eine ganze Invasion machen kannst. Wenn sie eine Invasion mitbekommen würden, würden sie sich komplett mobilisieren und Invasion vernichten. Mhm. Aber so ein kleines Team aus 3 Helden kann da rein, ungestört, und hat etwa dann eben dieses 15-minütige Zeitfenster, um möglichst viele Kerne einzusammeln und dann nach oben zu bringen, damit die Firma die immer noch verkaufen kann. Ja. Denn diese Kerne liegen da unten rum. Und natürlich bist du nicht der Einzige, sonst wäre es ja nicht PvP. Sondern da ist noch ein zweites Team aus je 3 Helden. Und das Team, das mehr Kerne, also die Idee ist, ihr seid alles Söldner. Und das Team, das am Ende mehr Kerne abliefert, bekommt die Bezahlung. Wer hätte es gedacht? Ja. Story. Ja. Und das war's auch schon. Das ist die Idee. Reicht doch. Ja, klar, das reicht. Das ist komplett ausgefuchst und so funktioniert das. Haben sogar noch ein Jahr, aber das Jahr, sage ich, irgendwie 2183 oder so. Müssen mal gucken, ob die Quersumme irgendwas bedeutet. Oder keine Ahnung. Grundsätzlich dann so viel zur Story, jetzt zum Gameplay. Gameplay läuft ab wie eine Mischung aus Heroes of the Storm, Warcraft 3 und unter Umständen ein bisschen World of Tanks vom Hero-Designer her. Denn ganz zu Beginn, wobei das Heroes of the Storm reicht kompletter als Vergleichsobjekt, vergesst World of Tanks. Man kann es so ganz grob als Idee heranbringen, wie das in der Lobby aussieht. Denn zu Beginn wählst du die 3 Helden aus. Du wählst dir einen Tank aus, der den Schaden frisst, du wählst dir einen Gunner aus, der Schaden austeilt und sehr schnell ist, und du wählst dir einen Supporter aus, oder ich glaube, das heißt hier Engineer, der halt Utility hat. Der hat Stunts, der hat Slows, der kann alles Mögliche machen, der kann eigene Leute heilen. Und ja, daraus setzt du dir ein Team zusammen. Wir hatten auf der Gamescom ein Default-Team. Das wurde dir vorgeschrieben, dass du dieses Default-Team am besten verwendest. Grundsätzlich habe ich aber schon mal zu Hause reingeguckt. Du hast eine sehr, sehr große Auswahl. Du kannst hier für die einzelnen Helden, gibt es verschiedene Piloten, die verschiedene Ultimates haben. Da kommt dieser MOBA-Gedanke her, QWER, 4 Fähigkeiten pro Held. Ja. Also aktive Fähigkeiten. Du hast die Q-Fähigkeit, die W-Fähigkeit, die E-Fähigkeit und die R-Fähigkeit. Jeder Pilot bringt seine eigene Ultimate, also die große böse Fähigkeit mit, die er dann auf Level 5 freischaltet. Und dann hat er noch 3 weitere Fähigkeiten. Da gibt es eben Defaults für den Piloten, aber du kannst auch im Laufe deiner Spiele, schaltest du mit XP und der Ingame-Währung, kannst du neue Sachen freischalten, die neue Fähigkeiten für den Piloten bringen. Man kann die Helden selber sehr, 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 sehr stark modularisieren. Zum Beispiel kann man sich für den Tank, gibt es eben zum Beispiel den Druckwellengenerator, heißt nicht Druckwellengenerator, aber macht letztendlich generierte Druckwellen, die sehr, sehr vielen Gegnern in der Umgebung Schaden zufügen, der sich dafür natürlich sehr gut eignet, um diese Camps mit den Kavash drin, durch die du letztendlich die Kerne bekommst, freizuräumen, denn das geht sehr schnell, da du den gesamten vielen Kavash, die halt einzeln sehr wenig Leben haben, aber halt sehr viele sind, fügst du halt Schaden zu, deswegen eignet sich das da sehr gut. Dann gibt es aber auch noch andere Sachen, wie zum Beispiel Walzen mit
Walzen quasi, mit Stacheln dran. Ja. Man stelle sich, keine Ahnung, eine durch wild gewordene Straßenwalze vor und macht sie zum Punk. Sowas quasi. Und man kann eben da sehr, sehr viel genau anpassen. Und man schaltet mit der Zeit eben immer mehr Zeug frei, was man auf die Helden, auf diese Helden und ihre Rigs frei draufpacken kann. Man hat eben dann, die verbringen auch unterschiedliche Level mit. Also manche Sachen sind sofort verfügbar auf Level 1, manche sind ab Level 2 verfügbar, manche erst Level 3, manche Level 4 und halt dann gibt es eben diese Ultimates, diese Piloten-eigenen Fähigkeiten, die ich glaube ich vorhin schon erwähnt habe. Das ist dann Level 5. Aufs Leveling, komme ich jetzt aufs Leveling zu sprechen oder mache ich was gleich? Ich mache das gleich. Und diese Default-Loadouts speichert man dann ab. Man wählt sich dann eben diese eigenen Fähigkeiten, den Helden, der seine Ultimate mitbringt. Und dann hat man noch mehrere passive Fähigkeiten, die ebenfalls an Level gebunden sind. Okay. Und die man auch erst im Ingame-Shop für Ingame-Währung kaufen muss. Also man spielt die sich frei quasi über die Zeit, damit man nicht von Anfang an alles zur Verfügung hat und nicht überlastet ist, sondern sich halt reinspielt. Ja. Das sind passive Fähigkeiten, die sitzen im Hintergrund und arbeiten einfach mit. Da muss man nichts tun. Die sind einfach da und sind Boni. Wie quasi in, was weiß ich, in MOBAs die Runen und Meisterschaften, die einfach passive Boni bringen und einfach da sind und einem helfen. Ja. Teilweise sogar ziemlich stark. Also man kann da sehr, sehr gute Boni-Stacks aufbauen. Das heißt, ein Held, der Rüstung generiert, wenn er Schaden bekommt, der wird natürlich profitieren, wenn du ihm einen passiven Bonus gibst, der ihm plus 20% Rüstung bringt, weil wenn er dann Schaden bringt, bekommt er halt massive Rüstungswerte. Ja, klar. Man kann da sehr, sehr schöne Kombinationen sich zusammenbauen. Könnt ihr, wie gesagt, Closed Beta, die Keys werden allerdings rausgefeuert wie behämmert zurzeit. Das heißt, wenn ihr einen bekommt, würde ich euch wirklich empfehlen, euch das mal anzugucken. Da kann man dann reingucken. Jetzt aber in-game Gameplay. Genau. Ich hatte viel zu lange gedauert. Generell Capture the Flag, allerdings eher anders. Und zwar sind die Flaggen nicht in der Gegnerbasis, sondern wirklich auf diesen Camps. Sind mehrere Karten, okay. Es gibt mehrere verschiedene Karten jetzt bereits, die grundlegend unterschiedlich sind. Und da gibt es mehrere Elemente. Zum einen gibt es Sichtplätze. Das ist ein Punkt auf der Karte, den kannst du einnehmen und dann wird die Umgebung komplett aufgedeckt. Okay. Was praktisch ist, wenn du gucken möchtest, wo ist der Gegner und wo kann ich sicher hingehen, sodass er nicht ungesehen an diesem Punkt vorbeikommt. Und wo kann ich dadurch absichern? Das ist ein sehr, sehr denklastiger Ansatz. Das heißt, man muss wirklich überlegen, wo man seine Sicht aufbaut. Wie wenn man quasi in einem MOBA hingeht und Sicht aufbaut. Also indem man entweder Wards platziert oder je nachdem, wie in dem MOBA dieses Item heißt, was gerade Sicht gibt. Ja. Oder wenn es in dem MOBA Punkte gibt, die Sicht verleihen. Man muss wirklich überlegen, wo man hingeht oder was man daraus macht, dass du jetzt weißt, dass hier der Gegner, meistens ist er da nicht, sodass du dann sagst, okay, er ist nicht da, das heißt, ich kann eingrenzen, er ist irgendwo in diesem Bereich, das heißt, ich habe den anderen Bereich, da kommt er nicht hin, ohne dass ich ihn sehe. Das ist ein sehr, sehr strategischer Ansatz, da komme ich auch nochmal generell gleich zu sprechen, wenn ich über das Potenzial spreche. Dann hast du natürlich auch noch als zweites wichtiges Map-Element, das sind so die zwei wesentlichen Map-Elemente, hier sind drei. Als zweites wichtiges Map-Element hast du eben diese Kawash-Camps, die ich vorhin angesprochen habe. Das ist quasi, muss man sich das vorstellen, ein großer rosa Lindwurm. Keine Ahnung, wer StarCraft 2 kennt und da sich mal die Zerg angesehen hat, man stelle sich einen Nidus-Wurm vor. Und drumherum sind viele kleine Zerglings und Roaches und so weiter. Also man stellt sich wirklich StarCraft 2 vor. Da ist so ein großer komischer Wurm, drumherum sind viele kleine Käfer und teilweise große Käfer. Und wenn man wenn man den großen Wurm kaputt macht, dann sind da dann Kerne. Mhm. Diese Kerne kannst du einsammeln und ins Zentrum bringen. Und da braucht das dann 10 Sekunden, in denen du diesen Helden nicht bewegen kannst. Und der lädt dann diesen Kern hoch. Jeder Held kann nur einen Kern auf einmal tragen. Du kannst ihn auch später fallen lassen und so weiter. Und es kann auch nur immer ein Kern-Upload zeitgleich stattfinden, sodass das teilweise ein sehr, sehr umkämpfter Punkt ist. Allerdings, um natürlich auch vorzubeugen, dass du da nicht campen kannst, an diesem Punkt einfach sagst, okay, mein Gegner sammelt die Kerne, ich warte hier und bringe ihn dann um. Das Töten von Helden bringt keine XP. Ich hatte es vorhin mit, dass einige Fähigkeiten an Level gebunden, alle Fähigkeiten sind eigentlich an Level gebunden, manche nur an Level, sehr wenige an Level 1, die meisten an Level 2, 3, 4 und halt die Ultimates auf 5, die sehr mächtig sind. Heldentötung bringen dir eigentlich nichts, außer dass die gegnerischen Helden dann halt, du weißt, okay, die sind jetzt 40 Sekunden lang tot und in der Zeit kann ich was draus machen.
weil ich habe Druck auf meinen Gegner, den er nicht hat. Du bekommst dadurch aber keine XP, was eine sehr interessante Designentscheidung ist, die ich aber sehr gut finde. Denn XP bekommst du nur, wenn du diese Kawasch-Camps clearst und wenn du Kerne erfolgreich hochlädst. Für das beides. Allerdings für die Kawasch-Camps an sich bekommst du mehr XP als für das grobe Kern hochladen. Denn wenn du nur das fürs Kern hochladen XP bekämpfst, würde sich ja doch lohnen, wenn du einfach nur wartest, bis dein Gegner die Kerne herbringt. Dann bringst du den Gegner um, nimmst ihm den Kern ab und lädst den hoch. Ja. Das ist wieder eine Designentscheidung, wo man zweimal nachdenken muss, aber dann ergibt sie Sinn. Und am meisten XP bekommst du eben für die Kawasch, die du umbringst. Mhm. Und wenn du ein Level-Up bekommst, deswegen habe ich die Heroes of the Storm-Analogie ganz am Anfang gebracht, das sind teamweise Level-Ups. Das heißt, du hast letzten Endes, hast du unten einen XP-Balken, der gilt für alle deine Helden gleichzeitig, wie in Heroes of the Storm. Und letzten Endes erhältst du dann einen Upgrade-Punkt, wenn du dann, wie ein Fähigkeitenpunkt in RPGs, oder generell wie ein Fähigkeitenpunkt, und den verteilst du auf einen Helden. Das heißt, du wählst aus, welchen von diesen drei Helden diesen Fähigkeitenpunkt erhält, und dann levelt wieder das ganze Team ab. Okay. Letzten Endes ist es egal, wer die XP generiert, du teilst irgendeinen diesen Fähigkeitenpunkt zu, wem du meinst, wer diesen verdient hat. Ich zum Beispiel habe immer gesagt, gut, ich gebe dem Gunner alle Fähigkeitenpunkte, um möglichst schnell ihn auf Level 5 hochzukriegen, um dann mit der Ultimate zu arbeiten. Und den Tank verheilt sich sowieso nur vorne und benutzt meistens ist er gar nicht erst dabei, sondern hängt irgendwo im Hintergrund und clearet ein Camp mit seiner schönen neuen Fähigkeit. Und dann versetze ich mich auf Micro, aber man kann da sehr viel drüber arbeiten. Sehr wichtig auch dazu bedenken ist, wenn der Maximallevel deines Helden, also der Höchstlevel der Held mit dem höchsten Level bestimmt die Respawn-Zeit. Das heißt, wenn du einen Level 5 und die anderen beiden Helden sind Level 1, dann braucht trotzdem jeder Held seine, ich glaube, das sind 50 Sekunden Zeit zum Respawn oder sogar eine ganze Minute. Ja. Während wenn du die Level-Ups verteilst und dann Stunden Level 3 Helden hast, dann hast du halt schon deutlich weniger Respawn-Zeit. Weswegen das so ein Trade-off ist, man muss sich wirklich überlegen, wie man die Punkte investiert und wie viel man sich als Spieler auch zutraut und wie der Anblick ist. Da kommt dann auch sehr viel strategische Tiefe rein, auf die ich dann auch gleich zu sprechen komme. Auch ein Map-Element, eben drittes, sind die Basen generell. In den Basen hält man sich hoch, wie vom MOBA. Mit B geht man sogar zurück in die Basis. Allerdings gibt es keinen Teleport, sondern man geht wirklich zu Fuß zurück in die Basis. In der Basis hält man sich hoch. Wieder Heroes of the Storm statt andere MOBAs, weil es keine Items gibt. Es geht wirklich alles über die XP und die Level-Ups. Und man spielt sehr viel mit der Map. Und deswegen eher Heroes of the Storm als andere MOBAs. Außerdem, was sehr wichtig ist, es gibt keine Lanes. Das heißt, es geht nicht darum, die gegnerische Basis zu zerstören, es ist wirklich nur Capture the Core und bring den Core in die Mitte. Du hast keine Lanes mit Vasallen oder Minions draus, wie man jetzt vielleicht bei dem Begriff MOBA sich überlegen würde, dass das da wäre. Deswegen auch wieder Heroes of the Storm, da ja die Lanes, die sind zwar da, aber meistens geht es dann letzten Endes doch um die einzelnen Camps auf der Karte in Heroes of the Storm, das sehr wichtig sein kann. Oder auch in Warcraft 3, wo es auch nur darum geht. Deswegen ich vorhin übrigens auch Warcraft 3 erwähnt hatte, weil da das Early Game nur darin besteht, dass du mit deinem Helden rumziehst und den microst und letzten Endes deine eigenen Camps clearst und dann versuchst, deinen Gegner auch daran zu hindern. Und letzten Endes spielt man da zu Beginn in Warcraft 3, vor allem in der Competitive Scene damals, um die einzelnen Camps rum mit den Helden eben und eventuell Zusatzeinheiten. Aber letzten Endes ist es meistens nur der Held und zwei, drei weitere Einheiten. Deswegen da meiner Meinung nach dieser Vergleich schon sehr treffend ist. Es könnte ein Blizzard-Spiel sein. Ist es jetzt nicht, aber Jobzone könnte von Blizzard sein. Es fühlt sich so wirklich so an. Werden vielleicht mal gekauft. Das kann ich mir sogar vorstellen. Ja, aber das wäre ein anderes Thema. Das thematisieren wir mal im anderen Video. Genau, und dann noch als zusätzliches Map-Element, es gibt noch die Bosse. Ja. Das ist quasi vergleichbar in League of Legends, ist das der Baron Nashor oder der Elder Drake. Dann hast du in Heroes of Storm, hast du ja auch, die heißen glaube ich sogar Boss. Nee, die heißen anders, die heißen dann... Entweder sind das die Arcane Punishers oder die Webweavers, je nachdem, auf welcher Karte du bist. Letztendlich ist die Bosse, wenn du sie umbringst, bekommst du was Tolles. Du bekommst einen fetten Buff. Hier ist es jetzt so wie in League of Legends mit dem Elder Drake, dass du dann halt für 2 Minuten macht dein Team doppelten Schaden. Das heißt, du kannst dann diesen Boss umbringen und das Team, das ihn umbringt, bekommt dann letzten Endes den doppelten Schadensbuff, was ein sehr, sehr mächtiges Ding ist. 2 Minuten klingt jetzt nicht besonders viel, aber 2 Minuten Druck, in denen du deinen Gegner... Wenn beide gleiche Ausgangsbedingungen, wenn beide full live sind und du diesen Buff hast, dann bringst du deinen Gegner in fast 100% der Fällen um. Es sei denn, du machst einen sehr, sehr großen Fehler und lobst dich auf einen Punkt und so, dass der Stun von diesem Utility-Helden eben alle trifft und dann bringt halt keinen Schaden mehr, weil du keinen Schaden machst. Ja.
Aber wenn beide gleich gut spielen, dann ist dieser Schadensbuff, der ist enorm. Der zwingt deinen Gegner nämlich komplett in die Defensive, der kann nichts machen und muss zusehen, wie du da bist. Allerdings macht dieser Boss extrem viel Schaden. Das heißt, das Team, das den Boss bekämpft, wenn das andere Team das mitbekommt und dann da reingeht, den Boss erledigt hat, kann das andere Team entweder den Boss töten und den einfach klauen, den Buff, oder aber sie können einfach über das geschwächte Team herfallen, was gerade den Boss bekämpft. Und damit gibt es da auch eine sehr, sehr große Dynamik drin, dass du teilweise um diesen Boss herumtanzen kannst, wie man es aus anderen Spielen kennt, wo man wirklich dann um die... Heroes of the Storm ist ja ein sehr objective-based Game, wo es wirklich schon von Beginn an eigentlich darum geht, dass du um diese Ziele drumherum tanzt und versuchst, deinen Gegner dahin zu locken, dass er dich da angreift, weil er denkt, dass du den Boss machen würdest. In Wirklichkeit machst du ihn nicht, sondern du stehst nur davor und tust so. Ja. Da gibt es sehr, sehr viel. Das ist eigentlich alles Metagaming. Das ist ziemlich... Manch einer findet es sehr toll und es ist sehr kompetitiv. Weswegen ich generell jetzt ganz kurz dann dazu kommen würde, weil viel mehr ist da jetzt im Spiel nicht mehr. Mhm. Hast halt 15 Minuten, wer am Ende mehr Kerne hat, hat gewonnen. Eine Sache noch, es gab nämlich pro Map gibt es 3 Ziele. Ja. Die sind dann unten links, das sind Bonusziele, die bringen Punkte. Es ist so, als würdest, wenn du einen Kern abbringst, bekommst du für jeden Kern, den du hochlädst, bekommst du einen Punkt. Einen Punkt, okay. Wie Capture the Flag eben. Und dann gibt es noch Bonuspunkte, über die man zurück ins Spiel kommen kann. Ah, ja. Das heißt, wenn du hinten bist, kannst du gucken, dass du ein Objective, es gibt zum Beispiel Objectives wie töte 60 Kawasch. Hm. Das heißt, du würdest dann versuchen, wenn du zurück bist, dass du dann einfach nur noch farmst und möglichst viele Camps gleichzeitig versuchst zu farmen, um möglichst viele Kawasch zu töten, um als erster der Typ zu sein, der das Achievement bekommt. Denn das bringt dann 2 Punkte. Das ist dann so, als würdest du 2 Kerne hochladen, allerdings bist du nicht in der Lage, die Kerne hochzuladen, weil du eventuell hinten bist in XP oder wie auch immer. Oder es gibt auch 4 Punkte Achievements, wie töte den ersten Boss. Dann lohnt es sich eventuell, sich zum ersten Boss zu schleichen, eventuell jemanden zur Ablenkung abzustellen und vorzugaukeln, hey, ich bin gar nicht beim Boss, aber wirklich machst du den Boss. Ja. Und da kann man sehr viel, auch um diese Objekte spielen, weil 4 Punkte zu bekommen, das ist so, als würdest du 4 Kerne hochladen, das sind ein Haufen Arbeit ist das. Man macht meistens, also wenn du auf einer Straße bist, machst du selten mehr als 12 Punkte. Mhm. Das heißt, das sind schon teilweise massive Boosts, wo du auch gucken musst, welche Ziele hast du, was macht dein Gegner. Aber es ist generell strategisch. Und da kommen wir dann jetzt auch dazu, was da so als das Spiel könnte. Dropzone hat sehr viel strategische Tiefe. Du musst sehr gut, also vor allem wenn dein Gegner dann dir auf Augenhöhe ist, geht es wirklich komplett darum, was machst du, was macht er, wie kontert ihr euch aus, was kannst du machen, um ihn aus der Reserve zu locken, wann bist du stärker als er, welchem Held hat er sein Upgrade reingegeben, was hat dieser Held an Fähigkeiten, sind die eher gegen die Environment oder sind die gegen andere Helden, kann ich ihn jetzt hier angreifen oder vor allem auch Scouting, um Informationen zu holen, wo ist er gerade, welche Camps macht er, kann ich nicht reinrennen und ihm diese Kerne klauen oder ihn einfach da so lange aufhalten, bis ich im Hintergrund 2, 3, 4, 5 Kerne ganz geheim hochgeladen habe. Ja. Man kann da sehr gut rumspielen und es macht auch tatsächlich sehr viel Spaß und es hat auch bestimmt sehr viel Langzeitmotivation. Ich habe halt noch nicht so viel Zeit, um Langzeitmotivation rauszufinden. Ich habe mir allerdings den Beta-Key bereits eingelöst und ich werde Dropzone auch bestimmt spielen. Es macht sehr viel Spaß. Es fühlt sich halt wirklich an wie so ein MOBA, in dem du selber spielst. Ja, Heroes of Storm mit Warcraft 3. Dann die Teamfights sind auch, ja, wie eine MOBA. Und so als Schlusswort kann man sagen, Dropzone ist ein MOBA, wie man es kennt, wie Heroes of the Storm. Also ja. Mein Lieblingsvergleichsobjekt hier. Oder auch League of Legends in etwas langsamer. Okay. Und wo Positionierung noch sehr viel wichtiger ist und das Ganze auf einer strategischeren Ebene und nicht auf einer Geschwindigkeits- und Reaktionsebene und persönlicher Spielerskill. Und du steuerst halt das Steinheld, steuerst du 3 und du beginnst halt direkt in dieser Phase des MOBAs, in dem es nur noch darum geht, diese Ziele müssen wir herauslocken und wir müssen sehr um unseren Gegner herumspielen und es ist sehr viel Metagaming drin. Wem das gefällt, kann ich es sehr empfehlen und es ist ja eben kostenlos, also man kann auf jeden Fall mal versuchen, da in die Beta reinzukommen. Wenn man Beta-Key bekommt, würde ich raten, es auszuprobieren. Wenn nicht, würde ich mir raten, das anzugucken. MOBA ist ja sehr beliebt als Genre und ich kann mir auch vorstellen, eben weil es sehr, sehr viel Strategie im Hintergrund hat, dass es auch, es wird keine große kompetitive Szene anlocken, vermutlich, aber irgendwie so, es werden da Leute vermutlich auch Turniere drin halten, weil es halt, du hast sehr, sehr hohes kompetitives Potenzial. Für eine Beta ist es bereits jetzt schon enorm. Und wenn das bis zum Release weiter ausgebaut wird von Gameforge, dann
könnte es echt was werden. Gut, vielen Dank erstmal für dieses ausführliche Statement zu dem Game. Wir packen euch natürlich die Links in die Beschreibung und in den Artikel. Also, ihr habt es ja gehört, eine Empfehlung von Finn. Und in diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und wir sagen ciao. Mich wieder in meiner Mikrofonpose üben. Das ist echt, denk mal gar nicht, dass ich da so laut immer bin, aber es ist scheinbar so. Georg an die Headphones. Georg, hör mal in die Headphones. Ja, Georg, hörst du mich? Ja, ist es nicht zu laut? Auch wenn ich jetzt die Anmoderation in der Lautstärke machen würde, wäre es okay? Das wäre okay. Okay. Aufnahme läuft? Ja. Gut. Ja. Und wenn ich dann so in dieser Lautstärke reden würde, wäre das so in Ordnung? Also laut den Aufnahmegerät beide gleich laut. Das ist gut. Dann hoffen wir mal, dass es so passt. Dann dürfte es so plus minus. Gut. Dann starte ich mal. Herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt-Video. Ah, da machen wir nochmal neu. Angespielt heißt das Format ja eigentlich. Ja. Beenden jetzt schnell. Ja.